Ability. Was für eine Anmoderation wieder. Ja, hallo zusammen und so. Wir sind immer noch. Oh, der Boden ist aber sehr brüchig hier. Wir sind immer noch bei Echo. Was auch sonst in diesem Let's Play? Echo. Econo, Echo. Wie heißt unsere Welt nochmal? Echo, Ecomino. Echo, Ecomino? Ecomino Patrick. Ja, so ungefähr. Ja, hier ist ein bisschen was gewachsen. Heute eine neue Aufnahmesession. Ich würde hier gerne einfach ein bisschen pflücken, aber auf der anderen Seite will ich es nicht, weil Natur und so weiter. Ich glaube, ich muss was essen, weil bei mir unten links sind die Balken relativ leer. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus? Ich schaue mal eben, ob ich hier noch irgendwo was zu essen rumfliegen habe. Ah, guck mal, ich habe hier noch gegrillten Mais. Nom, 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 nom. So, Magen ist voll. Das rechte Feld, wofür war der rechte Kreis nochmal? Ist das nicht für zu Hause? Also je besser wir zu Hause ausgestattet sind? Okay. Ach, was? Nein? Ja, du, ich glaube, dann geht's uns aber auch gut. Also Heimschiss. So, ein guter Heimschiss. Dem hat noch nie jemand geschadet. Ich wette, jeder von uns, auch von euch Zuschauern, hat schon mal gut zu Hause geschissen. Bitte, G, lass uns dieses Thema jetzt nicht weiter intensivieren. Ah. Oh, weiß nicht, es ist einfach nur... So, jetzt muss ich mal gucken. Ich habe hier noch ein bisschen Essen so. Ich würde einfach mal so ein bisschen Essen bei mir in meinen Rucksack packen. Dann brauche ich nicht jedes Mal zu meinem Lager gehen, um was zu essen. Ja, 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 vor allem, das hast du wahrscheinlich schon vor 10 Folgen gemacht, obwohl das jetzt erst Folge 8 ist. Ich komme hier nicht hoch. Ja, hinten ist der Komet. Wir haben übrigens noch rund 361 Tage, Chi. Wir müssen uns ranhalten. Wow, Hacken Level 2. Was ist ein Hacken Level 2 von den ganzen Levels, die ich da links habe? Ich muss mal gucken, was ich als nächstes für ein Buch mache. Ich habe, meine ich, welche Bücher hatte ich gemacht? Ich hatte, ich glaube, Holzbau und Steinbau. Also das Masonry Skillbook hatte ich gemacht und ich hatte eins, das war, glaube ich, relativ weit oben. Und das Carpentry Skillbook hatte ich, glaube ich, gemacht. Muss nochmal nachgucken. Das wird richtig furchtbar, wenn es immer mehr Bücher werden. Ich merke mir sowas ja nicht. Das Masonry Skillbook und das Carpentry Skillbook. Und ich würde nach wie vor immer noch gern das machen, um Straßenbau voranzubringen, damit wir hier einfach mal ein bisschen weiterkommen. Yeah. Aber ich habe auch schon mal überlegt, ob ich nicht trotz der fehlenden Straßen schon mal mit dem Stadtbau anfangen sollte. Also wir natürlich, Chi, wir zusammen. Weil ich brauche ja, du weißt ja, wenn ich das alleine mache, dann wird das ein reines Wirtschaftsprojekt. Deswegen brauche ich jemanden, der dort für Recht und Ordnung sorgt. Also ich stelle dich gern als Sheriff ein, Chi. Na gut, ich hab ein Dach mit 4 Wänden, also was soll's. Feucht. Naja, gut, das... Ich war gemutet. Oh. Ja gut, hallo bei mir. Wow. Wow. Also mit anderen Worten hat man bei dir jetzt gerade nur mich gehört. Auch nicht schlecht. Ja. Ja, schön. Naja, gut, bei mir bist du drauf, alles gut. Es sind nur 4 Minuten, ist okay. Ist okay. Es gab schon schlimmere, da hatte ich 3 Stunden Videomaterial ohne Sound. Ja, ich meine, ich kann dir sonst im Zweifel zwar meine Tonspur rüberschicken irgendwie. Ach, Quatsch, ich vertone das einfach nach. Es wird lustig. Ach so, oh Gott. Ja, vor allem, ich sehe es schon kommen, dann werde ich irgendwie zwischendurch beleidigen, reagiere einfach nicht drauf. Nein, so gemein bin ich nicht. Das habe ich jetzt übergehört. Okay, so.
Grundlegende Technik. Ich glaube, das brauchten wir. Research Paper Advance. Dendrology Research Paper Advance. Und für das Dendrology Research Paper Advanced. Research. Dafür brauchen wir Unlock Tech. Da haben wir aktuell, habe ich aktuell noch ein paar. Und wie viel brauche ich davon? Zwei, glaube ich. Ne? Ja, zwei. Schwei. Holz. Achso, jetzt habe ich nur eins gemacht. Ich bin dämlich. Work, 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 work. Oh, jetzt fängt das wieder an. Das Spiel hat mich daran erinnert. Ich kann nichts dafür. So, jetzt muss ich mal schauen, wie... Oh, ich komme hier nicht hoch. Ich muss hier echt irgendwie mal irgendwann terraformen. So, aus dem Weg, liebe Rehe. Habe ich hier noch was, das ich kochen kann? Ja, gut, Rehe. Ich würde gerne kochen, langsam aber sicher auf Max skillen. Weiße Folge 8, aber du bist schon bei... Ich möchte das gerne jetzt auf Max skillen. Ja. Wie ist das denn hier eigentlich da hinten? So, hier ist die Wüste, so geht es so halb durch die Wüste. Wenn ich jetzt hier den Weg irgendwann mal lang baue in diesen Berg hinein, ich glaube, das könnte hier funktionieren. Huch. Selbstverbesserung, Spezialisierung, Stufenaufstieg, Level 6. Warum macht er das denn nicht? Carpentry-Spezialisierung, Stufenaufstieg. Warum steige ich gerade Stufen auf, Chi, während ich durch die Wüste laufe? Das weiß ich nicht. Ich verstehe das nicht. I don't understand it. Vielleicht ist es noch Nachwirkung, weil wir so lange nicht da waren. Glaubst du das wirklich? Nein. Aber es wäre eine Erklärung gewesen. So, ich gucke mal, aber ich glaube, ich kann jetzt wieder einen neuen Skill auswählen. Irgendwo, irgendwie. Ja. Irgendwo, irgendwie, irgendwann. Entschuldigung. Also ich bin jetzt Überlebenskünstler Stufe 6. Hast du das auch schon? Was ist denn der Überlebenskünstler? Das zweite von unten. Das Survival... Nee, da fehlt mir noch ein bisschen was. Ja, okay, dann warte ich mit der Vergabe. Und wo bin ich jetzt noch aufgestiegen? Das war Holzbau, glaube ich. Carpentry. Ach Gott, jetzt machst du mal hier. Ein Niederdach. Ah, ich hasse das, wenn diese Informationsfelder einfach das überlappen und du nichts mehr siehst. So, ich kann jetzt hier Werkzeugstärke... Achso, das habe ich schon ausgewählt. Ja, so, hier Carpentry bin ich aufgestiegen. Hier kann ich was auswählen. Carpentry. Wenn du dieses Level hast, die mögliche Spezialisierung. Was für ein Level hast du bei Carpentry? Soll ich da skillen oder soll ich da auch noch warten? Carpentry ist was? Das da. Unterste ganz oben. Da bin ich noch gar nichts. Ja, okay, dann vergebe ich mal ein Talent. Ja. Okay, ich kann es nicht, weil ich das Level noch nicht voll genug habe. Ich verstehe das manchmal nicht. Gut. Ja, dann würde ich das hier für die Mine auf jeden Fall nutzen. Und hier vor auf jeden Fall können wir dann Löstadt bauen. Ich habe ja zufällig noch ein paar Lager in meiner linken hinteren Hosentasche. Selbstverständlich, da habe ich auch mal meine Lager. Ja? Mhm. Cool. Dann würde ich das vielleicht mal eben kurz provisorisch hier hinstellen. Weil ich nämlich mal ein bisschen aufräumen muss. Wo ist meine Axt? Ach, hier. Kann ich das? Wie die Axt im Walde. Ah, okay, so muss ich das machen. So, und das ist ein Baum. Saguaro Cactus Species. Okay. Gesundheit. Okay. Alles klar. Also Kakteen sind auch Bäume. Kakteen haben auch Gefühle. Ja, aber es ist anderes Holz. Was für ein Wunder. Damit konnte niemand rechnen. Nein, Rechtsklick. Ich will wieder reinkommen, wie das Spiel geht. Huch! Alter, diese Gubbel-Gubbels. Gubbel-Gubbels sind aber toll. Ja, aber bitte nicht, wenn sie direkt vor meiner Tür sind. Dann mag ich keine Gubbel-Gubbels. Okay, ich überlege gerade, wo packe ich denn mal, ich brauche das erste Haus vielleicht mal hier hin. Oh, das dauert ja ewig, bis man dieses dumme Dach hat.
Ist ja Wahnsinn. Ich würde dann bis hier hingehen, was die Straße angeht. Holz. Ich überlege gerade, warte mal, ich gucke mal, ob ich eben was machen kann, dass ich die Straße später mal abstecken kann. Zumindest schon mal, dass ich da irgendwie einen Pinörpel hinsetze, damit man weiß, da ist, soll die Straße später verlaufen. Ich muss meine Axt reparieren. Ein Pinörpel. Ja, der Tisch, der steht ja bei mir im Haus. Noch, er wird natürlich irgendwann umziehen. Hier im Baupfosten Irgendwann habe für ich auch selber wieder einen. Bauaufträge. Bum, Ja, ich bum, glaube, bum. das macht Sinn, dass wir davon jeweils einen haben. Aber ich will erstmal ein Haus bauen. Zack. Das geht nicht, alles klar. Vernachlässige mein Haus gerade ein wenig. Schäme dich. Du hast kein Eigenheim. Entschuldigen Sie, hallo, werte Dame, bleibt. Hallo, was fällt Ihnen ein? Hey, das ist mein Haus! Schade, ich kann die Tür leider nicht zumachen. Ich habe keine Permission. Ich kann die auch nicht mehr aufmachen, das weißt du. Was? Du Arsch. Macht der eiskalt die Tür zu. Nee, ich kann es auch leider nichts abbauen. Du gruseliger, gruseliger Mann. Ah, was machst du jetzt, Vieh? Boah, wie aggressiv dein Körper. Ja, okay, komm, ich will mal nicht so sein hier. Ich entlasse Sie in die Freiheit. Sie haben Ihre Strafe abgesessen. Ich hab dich Wow. geklopft. Ja, ich merke schon. So, was ist das denn hier eigentlich? Riesige Kaktusfrüchte. Alles klar. Und was ist das? Saguaro-Kaktussamen. Alles klar. Und was ist das hier? Pulps. I need Holz. Gimme das Holz. Da ist So. Holz. Ah. Einmal Dach, zweimal Dach, dreimal Dach. Aber ansonsten ist soweit alles okay bei dir, liebe Chi? Ja, selbstverständlich. Ja, sehr schön. Ich habe mich sehr auf Eco gefreut. Ja, Tito, Tito. Zack, Ich zack. habe mich sogar schon gefreut, als ich heute Morgen aufgestanden bin, Chi. Ja. Eine der ersten Sachen, was ich heute Morgen gedacht habe, ist, ah, heute ist Dienstag, heute nehmen wir zusammen Eco auf. Heute ist Eco-Tag. Chi. Sogar sehr, sehr cool, weil ich Homeoffice habe und wir jetzt früher aufnehmen können. Ja, wenn es bei mir auch möglich wäre, aber leider Nein, bin auch heute ich meinte ein ich. Mensch. Und für heute nehmen wir früher auf, eine ganze Stunde. Ach so, ja gut, wenn du davon ausgehst, dass wir normalerweise erst um 7 Uhr starten, dann ja. Ja. Auch wenn ich Homeoffice So. kacke finde, dahingehend war es cool. Es hat alles Vor- und Nachteile. Und morgen habe ich es halt auch leider, weil immer noch die scheiß Züge nicht fahren. Nicht, nicht. Und das mag ich aber nicht. Ich komme nicht an mein Dach hin. So eine Scheiße. Muss ich doch von innen bauen. Ja gut, ich meine, wenn man natürlich derart übertrieben bauen möchte, dann muss man natürlich auch mit den Konsequenzen rechnen. Sag's ausgerechnet du. Mein Haus ist noch nicht übertrieben, also ich konnte von außen an mein Dach. Ja, ich kann nur von außen nicht an das Dach, weil ich über die Klippe gebaut habe und da unten ist kein Boden. Oh. Ja. Das ist natürlich doof, ne? Ja. Da bin ich jetzt traurig. So, hier ist eine unglaubliche Menge Sandstein, die ich gerade abbaue. Will ich wissen, für was du das brauchst? Sandstein, eigentlich brauche ich den Sandstein gerade gar nicht. Ich baue ihn nur ab, weil er im Weg ist, weil hier Ach so. Häuser hinkommen. Ach so, Ich ja, muss selbstverständlich. Alles wird planiert.
Ja, genau, die Ebene muss planiert werden. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, immer wieder dasselbe mit dir. Doch, oh, ich habe ein Schmetterling in meinem Haus. Außerdem ist das hier Wüste. Hier wird sowieso nichts vermisst. Schlimmer kann man es hier eh nicht mehr machen. So, hier. Schwupp, schwupp, schwupp. Ich finde das doof, dass man die manchmal nochmal separat klein hauen muss, dass die nicht sofort in vier kleine Teile zerbrechen. Aber es ist realistischer. Jetzt musste ich fast niesen und dann konnte ich nicht niesen. So. Platzieren. So, dieser Baupfosten ist ein Mahnmal. Ich nehme mal Straße. So, damit wir nämlich wissen, dass hier später die Straße lang verläuft. Eigentlich müsste ich nochmal einen zweiten machen, damit ich die auch in der Breite komplett abstecken kann. Ich hätte da auch von vornherein dran denken sollen, aber so intelligent bin ich natürlich nicht. Ach, das kommt mit der Zeit. Im Alter wird man weiser, meinst du? Mhm. Weiß nicht. Ich habe nicht mehr genug Platz im Inventar. Wie konnte das denn passieren? Ich mach dann nochmal. Ach komm, weißt du was? Ich mach gleich mal. Ich mach nochmal drei. Was sagt ihr mir denn? Ich hab nicht genug Platz im Inventar. Das ist doch alles leer. Ah, jetzt. Okay. Manchmal musst du die Lage erst anschließen. Das habe ich nämlich auch schon mal gehabt. Nee, bei mir im Inventar selber war noch Platz. Ah, okay. Nicht genug Platz im Inventar. Du musst mich doch verarschen. Ach so, oh doch, stimmt schon. Oh, ich bin doof. Mal gucken. Jetzt. Grundlegende Techniken. Essen sammeln, nicht, dass wir verhungern. Items in Tech. Dann muss ich alles grillen. Gathering Research Paper Basic. Ja. Was ist das? Gegrillter Fisch. Das ist gegrilltes Fleisch. Warum hast du gegrilltes Fleisch? Nein, das braucht man für Rezepte. Alles gut. Indology. Aber warum hast du das? Nein, ich hab das nicht. Ich, ach so. Das, jetzt hab ich's auch verstanden. Ich bin doof. Okay. Was kommt mit dem Alter, Chi? Ja. Gott sei Dank. Basic Research Tech. Okay, aber ich verstehe das immer noch nicht. Es ist völlig egal, was ich davon nehme. Das heißt, ich könnte jetzt nochmal drei von denen hier machen. Aber jetzt muss ich gucken, dass ich die richtigen habe. Nee, nicht genau. Paper. Ich hätte jetzt fast nämlich Paper Advanced gemacht, aber ich brauche Paper Basic. Android Research Paper Basic. Warum der Basic unter dem Advanced steht, weiß ich zwar nicht, aber gut, sei es drum. Ich habe aber gerade kein Holz. Die ist nicht so gut. Oh, hoppala. Was habe ich die Bohnen da nicht reingepackt? Aber doch eigentlich. Ja, jetzt kann ich hier drüber, sehr schön. Dann kann ich den nämlich auch in der Breite komplett abstecken. Also Straßen machen wir direkt eine Viererbreite, ne? Hast du zumindest gesagt. Weil ich meine so im Kopf zu haben, dass die Fahrzeuge später auch eine Viererbreite haben. Huch, verschwindet ein Bison in der Erde. Ich werde mich hüten, dir dazu widersprechen. Zwei, drei. Überlege ich gerade, direkt eine Straße. Es macht natürlich schon, es ist natürlich schon schöner, wenn wir links und rechts noch einen Bürgersteig haben, ne? Das heißt, wir müssen eine Sechserbreite machen. Eins, zwei, drei, vier. So, dann wäre das hier die Straße und hier wäre der andere Bürgersteig. Ja. Das sieht auf den ersten Blick erstmal relativ wuchtig aus, aber auch auf den zweiten Blick würde es immer noch wuchtig aussehen. Ja, aber es ist eine Investition in die Zukunft. Hallo Hundi, hallo Redi. Sag mal! Was denn? Es ist schon wieder dieses Selbstmord-Reh. Diesmal ist es mir so vor die Hacke gesprungen. Ich weiß nicht, was. Vor allem, es ist immer ein Reh. Es ist kein anderes hier. Es ist immer nur ein Reh. Ich weiß nicht, was das für suizidale Gedanken entwickelt hat, dass es immer wieder vor irgendwelche Werkzeuge springt. Wahrscheinlich möchte es sterben. Keine Sorge, wenn wir irgendwann Fleisch brauchen, liebes Reh, dann denke ich an dich.
Ja, das ist wahrscheinlich nur so, weil sie sich denkt, oh mein Gott, jetzt habe ich die Leute hier, die was meine ganze Umgebung töten. Dann möchte ich Was? hier nicht mehr sein. Wieso, wer tötet denn hier die Umgebung? Du. Nein, ich Doch. planiere ja ein kleines bisschen. Das ist jetzt nicht Umgebung töten. Ich bitte dich. Ja. Gut, dann wäre jetzt hier eine Möglichkeit, etwas hinzubauen. An mir ist gerade ein Tier vorbeigelaufen, das ich nicht erkannt habe. Aber das, ich glaube, da brauche ich dann doch deine Hilfe für. Das ist sonst too much. Für eine Person allein. Zumindest was das Erdeschippen angeht für den ersten Moment. Als würde ich für dich Erde schippen. Du tust es nicht für mich, du tust es für uns. Als würde ich Und für wo uns wir. Erde schippen. Hör mal, liebe Chi. Ich kann auch alles bei mir ins Haus bauen an Sachen und das Haus immer zuhalten. Und dann baue ich nur für mich. Was machst du denn dann? Dann mache ich auch alles nur für mich. Ich habe den Selbstverbesserer. Ach, den Überlebenskünstler verbessert, meine Güte. Selbstverbesserer Ja, überlegt. es ist. Gut. Ich schau mal, was gibt es da überhaupt? Naturbursche, Selbstverbesserung erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit im Bereich mit niedrigen Aktivitäten leicht. Was ist eine niedrige Aktivität? Absolut keine Ahnung. Okay, erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit im Bereich mit hoher Aktivität leicht. Ich nehme mal, niedrigere Aktivität sind Wälder und höhere Aktivität sind Städte. So ist klar, was wer nimmt, oder? Ja. Gut, alles klar, ich nehme das Ampelmännchen. Schön, ich nehme den Naturburschen. Ja, wenn du später mit deinen Tierchen durchs Wäldlein hüpfst und ich mit meinem Porsche Cayenne dann irgendwann durch die Straßen fahre, dann klar, wissen wir Bescheid. Ja. Ich brauche Holz. Ne, also wie gesagt, das wäre schön, wenn wir das dann bei Gelegenheit mal zusammen machen könnten. Ja, kriegen wir hin. Dann hole ich jetzt auch erst nochmal hier ein bisschen Holz, damit ich So, nochmal. ja. Oh, was ist denn jetzt aufgestiegen? Holzfäller-Spezialisierung aufgestiegen, Stufe 4. Hey. Oh, wie ich Dächer hasse. So räudig. Brauchst auch direkt den zweiten Stock mit rein, ne? Ja, ich weiß nicht, ob das geht. Weil ich habe keine Decken, keine Zwischendecken. Du, das wird schon irgendwie gehen. Ist die Frage, ob das, wie es geht, in deinem Sinne liegt. Das weiß ich nicht, weil ich nicht weiß, wie es geht. Ich habe mich einmal verkloppt, so eine Kacke. Allein aufgrund der Tatsache, weil ich von meinem Arbeitstisch nicht an alle Lager drankomme, müssen wir das irgendwann mal umziehen lassen und in die Stadt bringen. So. Bist du müde, Chi? Bisschen. Wieso denn das? Habe heute zu lange geschlafen. Ach so. Also diese Probleme, die Normalsterbliche nicht haben. Ich Naja, verstehe. die was Menschen haben, die nicht im Homeoffice sitzen. Ich nehme jetzt mal drei davon. Nein, die Nacht war einfach nur anstrengend. Dunk, dunk. Sorry, mein Handy ist auf laut. Sorry. Habe meins, glaube ich, auf lautlos gestellt, aber ich vergesse sowas auch immer ganz gerne. Hatte ich auch schon mal in den Aufnahmen, dass es auf einmal geklopft hat bei mir. Nee, ich wollte es So. gar nicht auf stumm stellen. Es ist nicht reif Weil genug ich zum Ernten. theoretisch einen wichtigen Anruf heute erhalte. Okay. Ich hoffe, er ist nicht während der Aufnahme. Ach, selbst wenn, dann schrei eben, du bist kurz AFK, dann wissen wir alle Bescheid. Dann unterbrechen wir kurz. Da hasse ich OBS dafür, dass sie die Pause-Option rausgeschmissen haben. Die Muss man. Aufnahmepause-Option. Ja gut, müssen wir halt ein bisschen zusammenfummeln hinterher, aber das kriegen wir auch hin. Aber ich fand die Pause-Option richtig cool. Und ich weiß nicht, warum sie es gemacht haben. Vielleicht zu wenig genutzt, ich habe keine Ahnung. So richtig, Was ist richtig das hier fies. eigentlich für ein Müllhaufen bei dir neben dem Lager? Ja, frag nicht. Ich pack dir mal ein bisschen Essen, was ich gepflückt habe, ins Invent, also hier ins Dings rein, ne? Wenn du noch Platz findest, ja.
Das passt nicht mehr. Die Pulps auch nicht. Pass auf, ich nehme dir mal ein paar Pulps raus. Wenn du da kein Problem mit hast. Thank you. Dann packe ich dir aber andere Sachen wieder rein. Thank you. Hast du gerade selber was aus dem Lager genommen? Ja. Okay, weil da ist nämlich auf einmal ein Inventarplatz frei geworden. Und ich wusste jetzt nicht, ob ich das, was ich gerade rausgezogen hatte, just in dem Moment daneben geworfen habe. Nee, ich habe Holz rausgenommen. Ah, okay. So, wo packe ich denn die Pulps hin? Ich glaube, die Pulps habe ich hier in den Kiste reingepackt, ne? Das also im weiß Prinzip ich nicht. Lagere ich sie von einem Lager ins andere um. Total sinnhaft, aber sei es drum. Okay. Die Schilder brauche ich jetzt gerade nicht. Also ich habe da auch noch Sachen, hätte ich auch noch direkt da lassen können. Naja, egal. So, das hier und das hier. Ich nehme die beiden mal mit. Gucken, ob das jetzt funktioniert. Ui, ich komme auf mein Dach. Ja, es funktioniert. Cool. Dann mache ich jetzt gerade das Skillbook für grundlegende Techniken. Und ich glaube, damit kann ich dann auch schon die ersten Straßen bauen, Chi. Okay. Ja, ich kann nämlich dann, wenn ich grundlegende Techniken auf Level 1 habe, dann kann ich das Stone Road Tool bauen. Und dann kannst du Straßen bauen? Ja, ich kann dann, es ist so ein Stampfer, glaube ich, damit kann ich dann zumindest so Schotterwege machen. Ah. Also so Feldwege auf gut Deutsch. Dann haben wir zumindest schon mal etwas, was aussieht wie ein Weg. Das ist nicht schlecht. Piu, 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 piu. Du bist Holz, du bist Softwood. Du bist auch Softwood. Ich will vielleicht die Straße später dann hier nach oben legen. Juckt. Du bist was zu essen, du bist was zu essen. Was bist du? Getrockneter Fahrenspitz? Was bist du? Tannensamen, okay. Ah, da schauen wir an. Eine gegrillte Tomate. Das war's, glaube ich. Noch eine gegrillte Tomate. Was bist du? Pflanzenfasern, alles klar. Was denn? Pflanzenfasern. Daraus kannst du einen Salat machen. Ah, das kann gut sein, ja. Also zumindest in unserer Welt. Ob es im Spiel so ist, weiß ich nicht. Ich auch nicht. Herstellen! Work, 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 work. Work, 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 work. So 2 Minuten braucht das Buch. Noch 30 Sekunden, alles klar. Achso, und ich kann mal eben gucken. Also bitte. Dirt Rams. Okay. Ich brauche auf jeden Fall hier Erde. Und ich brauche Holz. Oh, und ich sehe gerade, ich glaube, ich habe beim letzten Mal noch ein weiteres Fähigkeitsbuch gemacht, nämlich Landwirtschaft. Ah ja, ich glaube, das hast du für mich gemacht. Ja. Mal eben. Oh nein. Was denn? Was? Hast du Landwirtschaft schon gelernt, Chi? Nein. Okay. Ich leg dir mal hier eine von diesen Schriftrollen rein. Dann kannst du dir die gerne abholen dort. Ich habe nämlich gerade versehentlich eine gemacht, aber irgendwie habe ich die schon gelernt. Also ich glaube zumindest, dass ich Landwirtschaft nicht gelernt hatte. Nee. So. Und ich mache dir nochmal eben eine weitere Schriftrolle für grundlegende Technik. Die lege ich dir auch in das Lager rein. Danke. Okay, ja, jetzt habe ich natürlich wieder 5 von diesen Claim-Pünktchen bekommen. Das mache ich diese Folge nochmal eben und Straßen baue ich dann, glaube ich, in der nächsten Folge. Ich bin immer noch bei meinem Haus. Natürlich, Chi.
Yay. Was passiert jetzt eigentlich? Ach so, so geht das. Also, das hast du schon wieder gedrückt. Warum kann ich das eigentlich nicht rotieren? Baue ich nämlich hier die Straße hoch bis hier. Hä, hast du das Land nicht geclaimt jetzt? Achso, Mama braucht ja irgendwie zweimal. Ich weiß aber nicht warum. Zack, zack, warum zack, hat denn der Sohn jetzt nicht geclaimt? Ich verstehe das nicht. Ja, manchmal spinnt das ein bisschen. Okay. So, und hatte ich denn hier drin alles soweit geclaimt oder gab es hier auch nochmal ein Eckchen, was noch nicht war? Ne, ich glaube, das sieht sich drin soweit gut aus. Dieser Bild, wenn du Land claimst und einfach alles ist gelb und rot und weiß und du siehst einfach nichts mehr. Okay, das ist falsch. Jawohl, das ist falsch. Help. So, kann man denn hier hinten nochmal vielleicht was claimen? Softwood war claim, Boden. Claim, claim, claim. Hier. Softwood brauche ich nicht. Dann war okay. Das Hardwood hier. Das ist hier rein wieder. Gut. Das stimmt wahrscheinlich auch nicht, weil ich dafür Holz verwendet habe. So, kann ich denn jetzt schon mal ein paar von den Roads eben herstellen? 15 Sekunden dauert das. Warum ist das auch falsch? Meinst ein doch, Erde? Das war doch hier richtig, oder? Ja, hier war das richtig. Okay. Dann rückgängig. Ich habe nicht genug Platz im Inventar. Ach, scheiße. Die eben und was brauche ich für das Stone Road Tool? Schon mal alles anschmeißen. Grundlegende Technik. Aufnehmen. 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 Achso. Aufnehmen. Ist das noch Skillen? Die Folge ist vorbei. Ja, sofort. Ich muss das nur eben hier skillen. Ja, möchte ich lernen und das Landwirtschaftsgedönsel lerne ich auch noch mal eben, weil wir es einfach können. Die Folge ist vorbei. Lass mich doch eben noch das Werkzeug anstellen. Nein. Das ist die nächste Folge fertig. Doch. Nein. Stone Road Tool, was wollen wir so? Okay, bestellen. So, ja, dann jetzt lass doch mal zum Ende kommen, Chi. Die Folge ist vorbei. Bis zur nächsten Folge, liebe Freunde. Dann wird Straßen gebaut. Tschüss. Tschüss.